Hallo und willkommen zur ersten Folge von Hutai Wubi. Ja, ich spiele mal wieder ein Pokémon-Spiel mit Story, denn ja, eins meiner Langzeitziele auf meinem Kanal war ja quasi, dass ich irgendwann mal von jedem Pokémon-Generation mal die Story habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, ist Gen 3 mal dran. Und ja, da spiele ich Hutai Wubi, ist eine Wurm. Denn ja, ich habe mir gedacht, normales Omega-Rubin oder Saphir, irgendwas ist Gen 3 auf jeden Fall. Ist mir noch ein bisschen zu langweilig, hatte jetzt aber auch keine Lust irgendwie auf eine Nuzlocke oder sowas. Da habe ich mir gedacht, suche ich mir mal eine Wurm raus, die ein bisschen, die das Spiel ein bisschen härter macht. Genau das macht die nämlich, die Wutai Wubi Wurm. Ist halt einfach, die Trainer wurden alle angepasst, gerade halt die Arena-Leiter und so, dass sie halt alle ein bisschen stärker sind, dass die Levelkurve höher ist. In der Beschreibung stand halt zumindest drin, dass, wenn man in der Top 4 ist, ist man ungefähr Level 100. Also ja, ne, da kann man sich schon auf jeden Fall schon denken, dass es ein bisschen härter wird dann nachher. Und da sind noch ein paar andere Änderungen drin. Auch der, man kann auch alle Pokémon fangen im normalen Spielverlauf, die es halt bis Gen 6 gibt. Und ich halt nur, ja, normalerweise kannst du halt nur die Gen 3 Pokémon da fangen und Gen 2 in 1 und so, ne? Das kann man halt auch 4, 5 und 6 fangen. Und da gibt noch ein paar andere Änderungen. Ich stelle einfach mal den Link in die Videobeschreibung, wo ich das hier habe. Dann könnte man, dann kann man auch selbst noch nachlesen, was da so alles anders ist. Aber das sind halt die groben, größeren Änderungen, ja? Dass du halt einfach alle Pokémon hast. Und dass halt die Trainer allgemein stärker sind und die Levelkurve höher ist. Ja, und dann fangen wir mal an hier, ne? Ich hab mir das nicht angeguckt, wie ich das normalerweise mache, dass welche Pokémon es wo gibt. Weil normalerweise, wenn ich ein Pokémon-Spiel spiele, bastel ich mir ja vorstellen bei meinem Team so zusammen. Aber diesmal lasse ich mich einfach mal überraschen, welche Pokémon es jetzt wo gibt. Dass es jetzt hier einfach mal alle gibt. Da muss ich zwischendurch halt immer entscheiden, so, wen ich auswechsel, ob ich ein neues Pokémon mitnehme. Professor Birk, sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Über dir nennt mich nur Pokémon-Professor. Professor Pokémon, so. Das nennen wir ein Pokémon. Wem war es denn der Gender so, dass die Pokémon da groß geschrieben wurden? In dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen. Manchmal schließen wir uns auch mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe aus. Da ging gleich was unter aus, so. Doch obwohl wir ihnen so nahe stehen, wissen wir nicht alles über Pokémon. Pokémon beherbergen noch viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meiner Forschung zu lüften. So viel zu mir. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, wir nehmen hier erstmal wieder Weibchencharakter. N. Also erstmal hier Kleinbuchstaben. E. A. O. Das bin ich. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist die Neko, die in meinen Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Also gut, bist du bereit? Dein Abenteuer kann nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. Komm mich einfach in meinem Labor besuchen. Ich erstmal einfach so hinten im Umzugslaster hier irgendwie drin sitzt. Wie saßen wir einfach so, wenn wir Auto gefahren sind, einfach zwischen den Kartons. Nicht gesichert und nichts. Nico, da bist du ja, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend, aber jetzt bist du ja endlich da. Willkommen in Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Na, wie gefällt es dir? Ich finde dieses Dorf richtig idyllisch. Hier kann man bestimmt wunderbar leben, findest du nicht auch? Du bekommst natürlich dein eigenes Zimmer, Nico. Also komm, lass uns hineingehen. Na, was sagst du, Neko? Drin ist es ganz gemütlich, oder? Die Pokémon der Umzugsfirma übernehmen für uns das Einräumen
und das sauber machen. Das ist sowas von praktisch. Macho Mai Mai. Vielen Dank für alles. Gute Arbeit. Mai Mai. Macho Mai Mai. Genau. Stell doch mal dein Zimmer oben im ersten Stock an. Vati hat dir als kleines Umzugsgeschenk eine neue Uhr gekauft. Stell sie bitte richtig ein, Neko. Machen wir. Uhr ist stehen geblieben. So, wie spät haben wir jetzt gerade? 3:30 habe ich es gerade. Da steht die von alleine ein, muss ich gar nicht machen. Oh gut. 15:27 Uhr. Nero, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Wie ist dir jetzt alles wunderbar aufgeräumt? Sehr schön. Unten ist auch alles komplett eingerichtet. Pokémon Umzugshelfer sind wirklich praktisch. Ach ja, schau mal nach, ob auch auf deinem Schreibtisch nichts fehlt. Gut, ich habe jetzt quasi die Anleitung. Die brauche ich aber nicht. Dann weg hier. Und da bist du ja, Nico. Schnell, komm schnell her. Da siehst du, das ist die Arena von Blutenburg City. Ich glaube, Fati ist gleich im Fernsehen. Punkt, Punkt, Punkt. Und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Es wird eine Ankündigung zur Astronomie-Show, der alle Welt bereits ungeduldig entgegenfiebert. Oh, schon vorbei. Wenn Fati wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade. Ach ja, bevor ich es vergesse. In dieser Stadt wohnt einer von Fatis Freunden. Professor Birk ist sein Name. Er wohnt gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Alles klar, er nebenan wohnt er nicht hier unten. Ist er nicht hier drin quasi? Wahrscheinlich soll ich eher nebenan gehen. Wohnt er hier? Der wohnt echt hier. Oh, hallo, wer bist du denn? Oh, du bist Nico, unser neuer Nachbar, und freut mich sehr. Wir haben einen Sohn in deinem Alter. Er freut sich schon darauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, er ist oben in seinem Zimmer. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Da ist er ja. Pokémon Quidditch-Videl. Items verstaut. Fehlt noch? Was fehlt denn jetzt noch? Hey, wer bist du denn? Du hast Neko? Ah, jetzt weiß ich's. Ihr seid gerade nebenan angezogen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Mein Vater, Professor Birk, hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arena-Leiters einzieht. Irgendwie habe ich automatisch gedacht, du wärst ein Junge. Ich heiße übrigens Briggs. Freue mich, dich kennenzulernen, Nachbarin. Aber Moment mal, hast du etwa kein einziges Pokémon, Neko? Hey, wie wär's? Soll ich eins für dich fangen? Aber nein, Mensch, fast hätte ich es vergessen. Ich hatte meinem Vater versprochen, ein paar wilde Pokémon für ihn zu fangen. Ein anderes Mal, okay? Tja, dann müssen wir jetzt, glaube ich, raus ins Gras gehen, oder? Ist da nicht Professor Birk denn oder so? Bing. Ich kann hinten jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Naja, machen wir schon. Hilfe! Hilfe, du da drüben! Bitte hilf mir! Schau mal in Beute, sonst findest du ein paar Pokébälle. Alles klar, nehmen wir alle mit und hauen ab. So. Wieder ein Pokémon. Ja, ich werde hier, glaube ich, die Dropi nehmen. Gecko bin ich kein Fan von. Und Logok habe ich schon oft genug benutzt, weil ich mal privat dritte Gen gespielt habe. Von daher nehmen wir mal Hydropi. So, los geht der erste Kampf. Gegen Pfiffeln. So, Apfelknarre. Hydropi überhaupt schon auf den englischen Apfelknarre normalerweise? Überhaupt mit der richtigen Gen 3 auf jeden Fall nicht. Tja,
kann natürlich auch einfach sein, wie gesagt, wir haben ja auch Pokémon noch angepasst. Glaube ich, oder? Weiß gar nicht mehr genau. Der von dir aber so angepasst, dass er einfach Aquaknarre kann. Puh, ich habe im hohen Gras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Aber warte mal, du bist doch nicht. Bist du nicht Normans Tochter Neko? Ich habe dich erst gar nicht erkannt, du bist ganz schön groß geworden. Aber das ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Na schön, Neko. Dein Vater hält mich immer über dich auf dem Laufenden. Deshalb weiß ich zum Beispiel auch, dass du noch kein eigenes Pokémon hast. Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, an deinem Adern fließt eben das Blut deines Vaters. Ich hab's. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du eben eingesetzt hast. Willst du deinem Hydropian gleich einen Spitznamen geben? Jo. So, da es ja später Sumpex heißt, werde ich dich einfach Pex nennen. Wenn du dich erst einmal mit dem Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer. Mein Sohn Brick stellt gerade auf Route 103 Nachforschung zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es beim läuft? Oh. Großartig, Bricks wird sich auch sehr freuen. Von ihm kannst du lernen, was bedeutet ein Trainer zu sein. Ach ja, wenn dich verlaufen solltest, dann wirf einen Blick ins Kartennavi deines Pokémon Multinavis. Dort kannst du deinen aktuellen Aufenthaltsort überprüfen und nachsehen, wo Route 103 ist, auf der sich Briggs gerade befindet. Falls sich ein Pokémon unterwegs verletzt, dann mit zu dir nach Hause und gönnen ihm etwas Ruhe. Ja. Oder ich gehe einfach zum nächsten Pokémon Center. So, erster wieder Pokémon-Kampf. Und ein Wampel. Leider knapp über die Hälfte Leben noch, ne? Muss ich wohl noch zweimal angreifen. Was immer langsamer. Hm. Ja, nochmal Veranschluss. Einfach keinen Damage machen, Wampel. Hä? Ein Volltreffer, wollte gerade sagen. Ja, lass noch einmal töten. Yay, Level 6. Ein Zigzags. Das ist ja normale Gen 3 Pokémon. Ich habe zwei Pokémon bekämpft, noch keinen Schaden bekommen. Auch gut, ey. Na, erklärst mir alles, was hier, wie das hier funktioniert. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich erkenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainer-Neuling bist. Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Das da drüben ist ein Pokémon-Supermarkt. Man kann ihn ganz leicht an dem blauen Dach erkennen. Wir kaufen dort jede Menge nützliche Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, das ist für dich. Ein kleines Werbegeschenk. Ein paar Tränke nehme ich gerne. Tränke kann man überall einsetzen. Genau das macht sie unfassbar praktisch. Das hier ist ein Pokémon-Center. Du kannst es am roten Dach erkennen. Dann schalte dort halt dein Pokémon-Team und sorg dafür, dass es wieder topfit ist. So, das waren sie, meine nützlichen Tipps. Das war doch sehr freundlich von mir, oder nicht? Gute Reise. Finde ich auch geil. Manche ist zwar eh nur quasi so ein Trappelfahrt auf dem Gras hier, ist da kein richtiger Weg eigentlich. Aber trotzdem ist hier einfach eine Wiese vor dem Pokémon Center. Noch gar kein richtiger Weg oder so. Ein Wimgeil.
Ja, das ist ja auf jeden Fall noch nichts Außergewöhnliches hier. Perfekt. Dann reicht ein Artikel noch. Level 7 noch erreicht. Wahrscheinlich gar nicht mal so steif, wenn wir gleich gegen Brixe kämpfen. Einfach so eine Pfütze wohl reinguckt. Verstehe, das sind also die Pokémon der Foto 103 Leben. Huch, wenn das mal nicht Nico ist. Was sehe ich denn da? Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Wie wäre es, wenn wir die Gelegenheit gleich nutzen, um gegeneinander zu kämpfen? Ich werde dir zeigen, was es heißt, ein Trainer zu sein. Ja, zeig es mir mal. Gekkoboar. Ach man. Und das waren noch die guten Gens, wo deine Rivalen quasi noch den Typ Vorteil haben. Dabei picken die ja immer den Typ Nachteil, oder nicht? Ich glaube schon. So, das waren auch gute Zeiten hier. Da war deine Rivale auch noch ein richtiger Rivale. Also noch was sagen, aber wie es aussieht, kann der auf jeden Fall keine Pflanzenattacke. Das wäre immer, glaube ich, hier nämlich keine guten Karten gehabt. Einfach voll drüber. Hey Nico, das war gar nicht so übel. Das war ein toller Kampf, danke dafür. Warte mal eben, ich heile unsere beiden Teams. Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Ich weiß jetzt, wieso mein Vater so viel von dir hält, dass er dir sogar ein Pokémon geschenkt hat, Nico. Du hast dein Pokémon noch nicht lange, aber es hat dich schon richtig ins Herz geschlossen. Das sagt doch alles. Ich meine, mit dir will bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. Aber gut, ich bin mit meiner Forschungsarbeit fertig. Zurück ins Labor, würde ich sagen. Lass uns gemeinsam zurückgehen, Nico. Also, dass wir jetzt gemeinsam zurückgehen, dass ich jetzt alleine zurückgehe. Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich gehe schon mal zurück ins Labor meines Vaters. Du solltest auch schnell dorthin kommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Stress mich nicht hier, ey. Hey Nico, hier drüben. Wie ich gehört habe, hast du Brix im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Ja, diesen Protex hatte ich zu Forschungszwecken bestellt, aber ich glaube, wird dir sehr besser aufgehoben. Der Protex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu einem Pokémon erfasst, die du siehst oder fängst. Brix geht nie ohne seine aus dem Haus. Er kommt mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn er seitens des Pokémon in die Pokéball gegangen ist, um mir den Eintrag im Protex zu zeigen. Auf dich warten begegnet vielen Menschen und Pokémon und Natur, soweit das Auge reicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich diese Erfahrung den Horizont erweitern würde. Wenn du dabei noch fleißig deinen Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser. Aber am meisten würde es mich freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst und mir zeigst, wie du vorankommst. So, Alter. Und dann komme ich gleich Lust, mich selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Ja, du meinst, wie am Anfang hier endet, dass du vor 50 angegriffen wirst. Das hast also ein Pokédex, Nico. Da fehlen dir noch ein paar Pokébälle. Hier, mit denen kannst du wieder Pokémon fangen. Ich habe einen nützlichen Tipp für dich als Anfängerin. Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommst sogar dann Erfahrung, wenn du das Pokémon, gegen die sie gekämpft haben, fängst. Aber das ist irgendwie auch logisch, oder? Der Trainingseffekt bleibt schließlich derselbe. Ach übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Ich habe noch ein paar Sachen vorzubereiten, aber dann mache ich mich auf die Socken. Wie soll ich sagen? Ich bin irgendwie schon total aufgeregt. Geben wir beide unser Bestes, Nico. Jo. Dann würde ich aber sagen, das war's dann erstmal für heute. Oder noch nicht. Warte, Nico. Dann von unserer Mutter verabschieden, ne? Hast du schon bei Professor Birk vorbeigeschaut? Oh, was für ein süßes Pokémon. Hast du das von Professor Birk bekommen? Toll. Du kommst wirklich genau aus deinem Vati. Gut siehst du aus mit deinem Pokémon. Kommst du darum, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast?
Bart jetzt bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Pass unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen, in Ordnung? Also los, schnapp sie dir alle, Schatz. Sollte das gerade ein Winken darstellen? Wenn der rechte Hand so ein bisschen hochgehoben ist, wie man kommen sieht. So, dann war es das jetzt aber immer noch nicht für heute. Okay, ist er jetzt noch von mir? Hier, das war mein Papa. Das wollte ich dir eigentlich schon vorhin geben. Multinavi-Funktion. Durch dieses Update wurde der Pokémon Multinavi um die Pokédex-Navi-Funktion erweitert. Damit kannst du unter anderem für jede Gegend Informationen zu den dort lebenden Pokémon abrufen. Das ist eine extrem praktische Funktion, besonders wenn du dir alle Pokémon-Arten schnappen willst. Ich will, mich auch so richtig vertraut machen mit dem Pokédex-Navi. Deshalb suche ich gleich mal da drüben nach ein paar Pokémon. Nico, versuch doch in der Zwischenzeit mit den Pokébällen, die ich dir von mir gegeben habe, ein paar Pokémon einzufangen. So, jetzt werde ich aber stehen. Dann war's das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.